schönes Landleben. Hier wird der Hopfen angebaut, da drüben wird er ausgeschenkt. Und wir gucken gleich, was das Landleben so für Überraschungen für uns parat hält. Also viel Spaß. Franz, wenn man hier in der Region anfängt, so eine Sportveranstaltung zu organisieren, ist das einfach oder gibt es da Klippen? Ja, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man erreicht in der Zeit. Ja, wir kriegen Unterstützung durch Privatpersonen natürlich, aber auch durch öffentliche, also durch Jugendbewegt Kommune. Es ist so eine staatliche, sage ich jetzt mal, oder gemeinschaftliche Förderung. Und durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Und dies Jahr noch durch Macht euren Projekten Beine. Das ist durch den ganzen Landkreis gestützt. Und anders könnte man es auch gar nicht umsetzen. Ich finde, das, was heute hier stattfindet, ist schon ein sehr guter Anfang. Also, dass die Jugend Dinge veranstaltet wie ein Schlammfußballturnier oder ein normales Fußballturnier oder irgendwas, sage ich mal. Was wir jetzt also speziell verbessert werden können, natürlich vielleicht mehr Möglichkeiten für Jugendliche jetzt in der Freizeit. Natürlich fehlt meist das Geld. Und da kommt natürlich dann die Stadt ins Spiel. Ich bin sicher, da ist noch Luft nach oben. Ja. Ja, es gibt viele Menschen, die einfach sagen, wir wollen was für die Jugendlichen machen. Die unterstützen das, weil es einfach mal was anderes ist. Es ist nicht nur dieses alltägliche, mal ein Fußballturnier sozusagen, sondern einfach mal im Dreck spielen. Spontan fällt mir ein, dass ich nicht ich persönlich direkt einen Wunsch äußere, sondern dass ich einfach viel mehr Jugendliche einsetzen, dass hier was passiert in der Region. Und nicht nur sagen, ach, man könnte mal, sondern einfach mal vom Sofa aufstehen und sagen, los geht's.